Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Prinzipien reden und auch über moralische Prinzipien, denn ich denke, dass in Prinzipien zu denken etwas sehr Wichtiges ist, ja? Und auch etwas, was das Leben einfacher macht und auch, es ist auch eine Methode, mit der man fairer urteilen kann. Ja, ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ja, also stell dir vor, du hast zwei Freunde. Ja, der eine Hans und Klaus. Okay, und du magst Hans ein bisschen mehr und Hans lügt dich an. Und du sagst, ja, okay, du hast mich angelogen, aber ist schon okay. Ja. Aber Klaus lügt dich auch an und du sagst, nein, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht und das darfst du nicht machen und das ist schlecht. Ja. Und jetzt kommen Prinzipien ins Spiel. Ja. Also wenn du überlegst, was haben die beiden Leute gemacht? Ja, was haben die beiden gemacht? Sie haben beide gelogen. Ja, sie haben beide dasselbe Prinzip verletzt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, welches Prinzip hinter bestimmten Handlungen stehen, um beide mit einem Maß beurteilen zu können. Ja? Also man kann nicht sagen, bei dem einen ist es in Ordnung, und bei dem anderen nicht. Ja? Oder auch zum Beispiel in der Beziehung. Ja? Ein Mann geht fremd oder eine Frau geht fremd. Ja? Und das Prinzip ist dasselbe. Und was anders ist, sind nur entweder die Umstände oder die Person oder all sowas. Also in Prinzipien zu denken, oder generell zu abstrahieren, ja, zu abstrahieren, das ist etwas sehr Wichtiges in der Philosophie, dass man abstrahiert und dann hat man eine Abstraktion. Und eine Abstraktion ist eine Art, über etwas nachzudenken, ohne die ganzen Details. Ja? Also wenn ich abstrahiere, ja, dann Alle unwichtigen Details nehme ich weg. Ja? Und so ist es auch mit Prinzipien. Man schaut sich die Handlung eines Menschen an und überlegt dann, welches Prinzip steckt dahinter. Ja? Und ich habe einmal eine Übung gehört, mit der man trainieren kann, ob man in Prinzipien denken kann oder ist es sozusagen ein Rätsel, okay? Und dieses Rätsel möchte ich euch auch stellen, okay? Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber passt gut auf und ihr könnt es bestimmt lösen. Ja, es ist nicht ganz einfach, okay? Und ich werde euch natürlich die Auflösung geben. Und das Rätsel ist folgendermaßen. Ich nenne euch drei Beispiele und ihr sagt mir, welches Prinzip steckt dahinter. Ja? Also die Frage ist, was haben diese Dinge gemeinsam? Welche Idee haben die folgenden Dinge gemeinsam? Okay? Und zwar Medizin, ja? Es gibt süße Medizin und nicht süße Medizin. Und man hat herausgefunden, dass wenn man eine Placebo-Medizin hat, ja, wenn man ein Placebo hat, also eine Medizin, die eigentlich nichts bewirkt, außer dass die Menschen psychologisch denken, ihnen wird geholfen, ja? Also praktisch eine Pille oder ein kleines Getränk,
das eigentlich nichts bewirkt, aber dadurch, dass die Menschen es nehmen, denken sie, ihnen wird geholfen. Okay, also Nummer 1. Kindern wird am meisten geholfen, wenn man ihnen süße Medizin gibt. Okay? Und Erwachsenen wird am meisten geholfen, wenn man ihnen bittere Medizin gibt. Okay? Also wenn man erwachsenen Menschen einen süßen Placebo gibt, dann wirkt es nicht so sehr wie ein bitterer Placebo. Okay? Ein bitterer Placebo ist wirksamer als ein süßer Placebo. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist Ereignis, ist ein Ereignis von etwas, was einem Mann passiert ist. Und zwar, er hatte Tennis gespielt. Okay? Er spielt Tennis und er kriegt mit, dass er einen Schmerz hat in seinem Arm. Ja? Und er macht weiter. Und der Schmerz wird stärker und er macht weiter. Und er macht weiter. Und er macht weiter, weil er meint, dass er das ignorieren sollte, diesen Schmerz. Ja? Er spielt Tennis und hat einen Schmerz im Arm und er spielt weiter. Und die dritte, ich weiß jetzt nichts, mir fällt jetzt das dritte Beispiel nicht mehr ein. Mir fällt das dritte Beispiel nicht mehr ein. Aber der Punkt ist, welches Prinzip haben diese beiden Dinge gemeinsam? Ne, ich werde es euch verraten. Ja? Also das Prinzip, was diese beiden Dinge gemeinsam haben, ist die Idee, Schmerz sei gut. Ja? Also Schmerz ist gut, ist die Idee. Aber ich sage nicht Schmerz ist gut, sondern Schmerz, die Idee ist, Schmerz sei gut. Ich sage sei, um zu sagen, das ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung von anderen Menschen. Okay? Die Idee ist, dass Schmerz gut sei. Das ist nicht meine Idee, sondern die Idee von anderen. Ja? Und viele Menschen denken, Schmerz ist gut. Und deswegen ist, bittere Medizin wirksamer als süße Medizin. Und deswegen machen Menschen so etwas, dass sie weiterspielen, weitermachen, obwohl sie Schmerzen haben, weil sie meinen, weil sie denken, Schmerz ist gut. Ja? Oder es ist irgendwie besser, wenn es weh tut. Ja? Das ist das Prinzip. Das ist sozusagen das, was die beiden Dinge vereint. Die Gemeinsamkeit der beiden Dinge. Okay? Ich hoffe, das war nicht zu schwer, aber ich wollte euch ein Beispiel nennen aus der Philosophie, wie man sich trainieren kann, dazu in Prinzipien zu denken. Ja? Wenn man überlegt, was sind die Gemeinsamkeiten? Ja? Was haben beide Dinge gemeinsam? Ja? Und auch wenn es um moralische Prinzipien geht, dann ist es auch sehr wichtig, sich zu überlegen, okay, habe ich jetzt emotional nur da ein Problem damit oder würde ich, wenn jemand eine Handlung gemacht hat, ist es egal, ob es nun der war oder jemand anders, ja? Würde ich das auch nicht okay finden bei einer Person, die ich selber gut finde, ja? Oder würde ich das bei mir selber auch schlecht finden, ja? Das ist so die Idee dahinter. Moralische Prinzipien gelten für alle. Genau, das ist auch so eine Komponente von Prinzipien. Sie gelten für alle. Ja?
das ist meine Erklärung von Prinzipien. Und denn ich bin sehr fasziniert von der Philosophie und ich bin auch selber Hobbyphilosoph, könnte man sagen. Insofern wollte ich euch eine Idee, einen Aspekt der Philosophie ein bisschen näher bringen. Wenn du willst, dass ich noch mehr Videos mache über Philosophie, dann sag Bescheid. Ich würde gerne noch mehr Videos machen über Philosophie, aber ich weiß nicht, wie hoch das Interesse ist und ich weiß auch nicht, wie schwierig die Themen sind, ja, weil ich schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren mich mit Philosophie beschäftige, bin ich manchen Ideen immer wieder begegnet. Aber für Menschen, die sich nicht so für Philosophie interessieren, sind diese Ideen vielleicht sehr neu und deswegen auch schwerer. Ja? Genau, aber sag Bescheid, wie du dieses Video fandest und über welche Themen der Philosophie ich noch reden sollte. Okay? Ich hoffe, das war nützlich. Ich hoffe, das war nicht zu schwer. Und ich hoffe, das war auch inspirierend. Und bis morgen. Tschüss!